Hallo zusammen, wir stehen hier gerade mitten in nirgendwo, die Landstraße im Hintergrund neben uns in einem kleinen Waldstück und hier, wie man schon so ein bisschen sieht, stehen hier so ein paar Gebäude, komplett verlassen alles und die erkunden wir jetzt einfach mal. Komm mit, viel Spaß. So, jetzt stehen wir hier im ersten Haus drin. Ich dachte irgendwie, ja, die sind bestimmt leer, die Häuser, aber hier ist ja einfach alles noch da. War der Schrank ein bisschen windschief und der Boden hier voll mit dem ganzen alten Zeug. Hätte ich ja echt nicht gedacht. Also hier kam auf jeden Fall schon einiges an Feuchtigkeit rein. Und ja, es ist wirklich sehr zerkloppt bisher, aber es wird bestimmt noch besser. Das ist Raum Nummer 3 von 4. Und hier ist der letzte Raum, wo der Boden schon ein bisschen abgesackt ist. Ich habe eine Jahreszahl entdeckt. Da steht 2007. Und hier habe ich ein Datum gefunden, 1981. Hier die neuen Mieter des Hauses sind wohl auch gerade ausgeflogen. Das war jetzt das erste Haus, also sprich das hier. Jetzt geht's genau hier hinter mir weiter. Der Blick in das nächste Haus. Was ist denn da oben? Ja, da oben liegt alles Mögliche rum, was hier schon runterkommt. Also sehr, sehr abgeranzt. Oh, eine alte Fanta. Wenn man jetzt hier von dem ersten Haus und dem zweiten Haus dahinter weitergeht, kommt man hier an einem riesigen umgestürzten Baum vorbei, der wirklich schon vor einigen Jahren umgestürzt sein muss. Und hier, da ist noch so ein Tümpel, genau da hinten. Und dann ist hier noch irgendwie so ein Hüttchen Marke Eigenbau. Also ich finde diesen Ort hier sehr verwirrend. Ich verstehe halt wirklich nicht so ganz, was das hier war. War das von einer einzigen Person? Haben hier mehrere Leute zusammengelebt? Dauerhaft oder als Ferienunterkunft am Wochenende? Also es ist super schön hier, aber auch sehr undurchschaubar. Sagen wir es einfach mal so. Weiter geht's hier vorbei an irgendwelchen Kaninchen-Hasenstellen zu den nächsten Gebäuden. Der Blick in das nächste Haus, Nummer wie viel auch immer. Ein Sessel, ein weiterer Sitzbezug mit Sonnenblumen drauf. Da noch irgendwie Erde oder so. Okay. Welch heiße Treter. Und hier in der nächsten Hütte die passende Couch zum Sessel. Dann noch ein Lattenrost, alles mögliche Tisch. Also hier wurde wirklich alles nur so reingeschmissen und durchwühlt. Und jetzt hier gegenüber, neben dem Klohäuschen, geht's weiter. Und hier in dem Haus, ja, liegt auch so einiges zerstreut. Was ich auch ganz schön finde hier, so ein paar Muscheln. Hier auch auf dem Tisch, auf der Ablage. Ja. Ich finde es interessant, diese Häuser sind schon seit Jahren geöffnet, die Türen stehen schon seit Jahren offen und trotzdem riecht es in diesen Häusern so, so stark und ich kann da kaum drin bleiben. Ich habe selten in einem Lost Place so einen eklig starken Geruch gehabt.
Jetzt sind wir hier am Haupthaus angekommen, in Anführungszeichen Haupthaus, weil das ist zumindest das Einzige, was auf der Karte eingetragen ist, als Haus, als Gebäude, wie auch immer, und ist auch anscheinend, naja, nicht das Größte. Das Größte kommt, glaube ich, noch, aber da gehen wir jetzt auch mal rein und gucken, was uns da so erwartet. Oh, was ein Grundstück hier. Also neben einigermaßen schönen alten Schränken, einer vermutlichen Hundematte oder sowas und irgendwie cool aussehenden zerschlagenen Fenstern, gibt's in diesem Haus dann irgendwie doch nichts. So, jetzt war ich in diesem Haus da hinten drin. Jetzt geht's genau hier weiter. Im vermutlich größten der ganzen Häuser. Ich weiß echt gerade nicht, was ich davon halten soll. Es ist ja echt alles komplett eingestürzt. Das ganze Haus einfach weg. Meine Vermutung, entweder halt wegen Feuchtigkeit oder dass da vielleicht mal ein Baum drauf gefallen ist. Wobei, nee, das würde man ihn ja auch noch sehen hier. Nee, Vermutung, Feuchtigkeit. Ich habe mich gerade dezent erschrocken, weil da drin Lampen leuchten. Ich dachte mir ganz kurz, da drin wohnt jemand, aber mein Bestie hat diese Lampen da drin angemacht, ohne es mir zu sagen. Also Schock umsonst. Oh Gott. Okay. Ich bin ja mal sehr gespannt jetzt. Gott, was ist das denn hier für eine reinste Müllhalde? Boah. Alles gestapelt, alles hingeworfen. Hier genauso. Irgendwelchen angefressenen Schallplatten. Aber die Schränke sind ganz cool. Okay, weiter im nächsten Raum. Und hier. Okay. Hat sich anscheinend irgendjemand eingerichtet. Was ist das hier bitte? Ich hätte noch nie sowas in einem Lost Place gesehen. Kann mir jemand sagen, was das hier sein soll? Außer irgendwie nur ein Chillort. Das ist übrigens der hintere Raum hier. Also nach der Wand ist es eingestürzt und hinter mir sind die Lichterketten, dieser Raum, die Lichterketten. Ich würde so gern diesen Sessel hier mitnehmen oder auch den da, am besten beide. Ich meine, ich mach's nicht, aber oh, so schöne Möbel. Ich finde ja immer spannend in Lost Places, was es da so für Bücher gibt, was die ehemaligen Bewohner hier so gelesen haben. Hier mal so ein kurzer Überblick. Ich habe gerade gesehen, hier in dem Schrank hängt sogar noch eine alte Hose, müsste das sein. Ja, jetzt ohne Beleuchtung ist es wieder ein bisschen gruselig, aber immer noch ganz gemütlich, dieser eine Raum hier. Das ist der besterhaltenste von allen hier auf dem ganzen Grundstück. Dieses Haus hat noch mehr Räume. Hier geht es weiter an einem Küchenschrank vorbei. Ganz süß. Okay, die Decke. Aufpassen. Und dann geht es über diesen ganzen. Oh Gott. Gerümpel hier noch in diesen anderen Raum. Wie so eine Abstellkammer. Also, ja. Sehr vollgestellt, zugemüllt alles.
weiß jetzt natürlich jetzt nicht, was wirklich von damals war und was hier einfach abgeladen wurde, aber ich denke mal, dass es wirklich viel Originaleinrichtung ist. Aber generell hier, man merkt, es wurde alles zurückgelassen. Hier über irgendwelche Dokumente, Schuhe, Teppiche, Mantel, die ganzen Möbel, also eigentlich voll schade. Ich kann mir vorstellen, dass es zu dem Zeitpunkt, wo es verlassen wurde, eigentlich noch voll eingerichtet war und auch noch ordentlich natürlich. Ich habe noch einen Brief von 2003 gefunden. Also bisher ist dieses Haus mit den Lichterketten bisher mein Favorit. Also gefällt mir ganz gut. Ich kann zwar immer noch nicht ganz durchblicken, was das hier war und alles, aber ich glaube, das werden wir auch nicht schaffen hier in dem Chaos. Aber schön. Ich glaube, ein Haus, und zwar das hier, das fehlt noch. Hier, okay, liegt ja auch einiges. Hier irgendwelche Vogelkäfige wahrscheinlich. Dann, also ich bin einfach von diesem ganzen Ort beeindruckt und verwirrt. Also wir sind beide komplett am Rätseln, was das hier mal genau war. Aber irgendwie hat es dann doch was. Okay, ich gehe noch einmal hier ums Haus herum. Hier ist noch so ein kleiner Anbau, so ein Schuppen, wie auch immer. Aber hier das gleiche Spiel. Alles zugewachsen, zugemüllt, alles reingeschmissen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles mal einmal besichtigt, erkundet. Hab noch hier was entdeckt. Anscheinend so eine alte Kutsche, ein altes Fahrwerk für die Landwirtschaft oder sowas. Ich habe ganz da hinten noch irgendwie so ein kleines Häuschen entdeckt. Da werde ich nochmal nachgucken jetzt, was das genau ist. Ja, ein Unterstand, Schuppen, wie auch immer man es nennen mag, aber nichts Spektakuläres, auch alles verlassen. Ja, also wir rätseln alle beide noch hier, was das genau war. Keine Ahnung, wenn ich irgendwelche genaueren, weiteren Infos habe, dann werde ich sie jetzt noch hinzufügen. Wenn nicht, dann war es das mit diesem Video. Dann gehe ich nochmal nach vorne jetzt und dann war es das, glaube ich, schon. So, das war's mit diesem Video, mit dieser Erkundung von diesem, von dieser Siedlung, von diesem Bungalow zusammengewürfelten Haufen, wie auch immer man es nennen will. Und ja, ich fand es echt schön. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Danke fürs Zuschauen und hier sind auch andere Videos verlinkt. Guckt da auch gerne rein und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!